Gara. Er war also die Kontaktperson, mit der wir sprechen sollten. Dann schauen wir mal, was wir gegen Gara jetzt direkt ausrichten können. Erwachen nicht möglich. Bonusvorgaben. Ninjutsu zweimal benutzen. Ultimatives Jutsu mit einem Treffer. Okay. So, und jetzt machen wir schön einmal drauf da. Er hat nicht vor, irgendwas zu machen, habe ich das Gefühl. Dann zwingen wir ihn dazu, etwas zu tun. Willst du dich verarschen? Ach komm! Das war das ultimative Jutsu. Okay, komm, wir müssen einmal treffen damit. Perfekt! Ich hab nichts gebracht. Ich will ja gern, aber es macht nicht. Irgendwie ist es komisch, wie Gara gerade aussieht. Ja, hat nicht geklappt. Sorry, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das hätte machen sollen. Mach das mal. Ja, ich habe zwar einmal das ultimative Jutsu eingesetzt, aber er ist natürlich ausgewichen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es hätte aktivieren sollen. 93, 54, 2885, 3057. Kisame Hoshigaki. 800.000 Sturmpunkte erreicht. Hilfsart freigeschaltet. Schwierige Distanzangriffe. Gewöhnliche Shuriken und ähnliche Waffen kannst du mit Ninja-Sprints oder Chakra-Sprints ablenken. Es ist ja super. Ach ja. Okay, jetzt haben wir ihn besiegt. Und was nun? Wir warten darauf, dass sie 100% angezeigt wird. Da ist er ja. Weiter. Puh, nicht schlecht. Deine Angriffe sind beeindruckend. Deine aber auch. Du bist stärker, als ich gedacht hätte. Es war schön, mal zu vergessen, dass ich der Kasekage bin und so gegen dich zu kämpfen. Ja, das Sparring mit dir hat mir noch nie so viel Spaß gemacht wie heute. Gara! Temari, Kankuro. Ihr habt diesen Ort also gefunden. Nicht schlecht. Wir haben es von der alten Frau erfahren, die dir geholfen hat. Naja, du bist auch so ziemlich der Einzige, der so auffallend kämpft. Wir hatten aber keine Ahnung, dass du Naruto hier treffen würdest. Hallo! Ich wollte dich eigentlich viele Dinge fragen, aber vergiss es, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Du bist so plötzlich verschwunden und jetzt das ganze Dorf in Panik. Komm bitte schnell ins Dorf zurück. Du musst an einem Treffen teilnehmen und es wartet eine Menge Papierkram auf dich. Ja, ich weiß. Das war's dann wohl für heute, Gara. Naruto, ich habe aus dem Sparring mit dir etwas gelernt. Hä? In deinen Fäusten liegen sehr viele Emotionen, Träume, Ambitionen und dein geborener Wille. Deine Stärke ist natürlich das Ergebnis deiner Anstrengungen, aber du hast auch Glück mit deinen Lehrern gehabt. Lehrern? Ich bin froh, dass ich dich heute treffen konnte. Ja, ich auch. Danke. Wir sollten das mal wieder tun. Bis dann. Komm doch mal in Sunagakure. Gara würde sich sehr freuen. Gut mit meinen Lehrern. Darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht. Wenn ich wieder im Dorf bin, werde ich den perversen Eremiten eine Schüssel Nudeln kaufen.
Tja, Naruto, nicht alle stehen so auf Nudeln wie du. Geschafft! Gara plus ein Herz. Zeit, dass wir uns zurückbegeben. Gara sah so aus, als ginge es ihm gut. Das ist toll. Von wo aus? Ich müsste doch hier irgendwie zur Tenji-Brücke kommen, oder? Ich will immer noch in Orochimarus Versteck. Da muss ich erstmal die Tenji-Brücke finden. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo. Oder? Warte mal. Ah, und dann nehmen wir die hier mit. Dieses Gefühl, das sind definitiv einige Kopien. Willst du Kopien neutralisieren? Wie kannst du es wagen vorzugeben, du wärst ein Mensch? Dir werde ich es zeigen. Ja, den da. Nein, ich bin nicht bereit. Mundsalbe. Ich will ja schließlich so viele Punkte wie möglich bekommen. Wenn ich jetzt schon angefragt in den Kampf gehe, hat das keinen Sinn. Neji und Temari. Tenten. Entschuldigung, nicht Temari. Neji Hyuga und Tenten. Tenten weiß ich überhaupt nicht Nachnamen. Müsste ich mal nachforschen gehen. Ja, Chico, du weißt natürlich den Namen, ne? Mein Kater weiß natürlich den Namen, ist klar. Feindlicher Angriff nimmt Chakra weg. Ja, herzlichen Glühstrumpf. Aber erstmal direkt den Rasengan rein. Wir gehen uns mal ganz schnell hin. Scheiße! Ich bin direkt in seinen Nutzen reingerannt. So, direkt ein Gegenschlag. Okay, diesmal ist das Ausweichen wesentlich besser als noch zuvor. Ich nehme mal hier ein paar Spillen. Er war gerade verwirrt, habe ich gerade gemerkt. So, ist nochmal eine Ruhe aufladen gerade. Pick you! Was ist denn jetzt? Okay, das war nice! Der war nice, Alter! Boah, schön von hinten, Alter! Okay, das war dumm. Das hat ein paar. Ey, das kann nicht sein! Diesmal nimmt dieser Scheißkerl. So, diesmal aber nicht, Alter! Jetzt lass mir auch mal einen Scheißzug zu einsetzen hier. Motherfucker! Oh. Habe ich ein bisschen übertrieben jetzt? Entschuldigung. Mein Angriff mit Chakra weg. Bla bla bla. 27, 49, 2400, 2970. Das gute Kind. 805.000 Stundenpunkte erreicht. Titel erlangt. Das war mein Kater. Kasim LP hat ihn eine Nachricht gesendet. Cooler Junge, echt cooler Junge. Den Typen mag ich. Würde mich auch freuen, wenn ein paar von euch auch mich noch so abonnieren würden. Das wäre echt nice und so. So. Verfluchte Puppen. Jetzt habe ich die drei Puppen, die ich haben wollte. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne drei Stück sammeln. Jetzt habe ich die schon mal eingesammelt. Die drei Kämpfe. Das passt schon so. Dann begeben wir uns jetzt mal ganz gechillt Richtung Konoha wieder. Ja, wenn wir gerade mal auf dem Weg dahin sind, was fandet ihr eigentlich? Habt ihr das jetzt mitbekommen, was jetzt die Musikindustrie vorhat? Also wahrscheinlich habt ihr das mitbekommen, die ganzen Let's Play-Scheiß, dass die das jetzt alles stoppen wollen, weil in den Spielen deren Musik vorkommt. Ganz ehrlich, das können sie vergessen. Alle großen Spielefirmen werden dann entweder keine Musik mehr von denen verwenden.
Das heißt, die können da schon mal wieder kein Geld mehr machen mit den Musikproduzenten. Des Weiteren werden das die großen Spieleentwickler eh nicht zulassen, aus dem einfachen Grund, weil es einfach keine bessere Werbung für dein Spiel gibt, als wenn es ein Let's Player, ein großer Let's Player spielen würde. Das könnt ihr vergessen, Leute. Nie und nimmer wird das großartig durchsetzen. Ich habe jetzt auch schon bei mir so ein paar einzelne Fälle jetzt gehabt, wo sie gesagt haben, hier mit der Monetarisierung. Ich habe ja meine Videos monetarisiert. Aus dem einfachen Grund, weil ich ja Thumbnails machen wollte. Ich habe ja noch keine Werbung. Und ich werde auch keine Werbung freischalten. Und da haben sie jetzt gesagt, ja, das geht klar, wenn du einen Teil des Erlöses, was daraus kommt, dem und dem halt gibst. Ja, habe ich bis jetzt nicht aktiviert. Ich habe nur bestätigt, dass es eines Drittanbieters war. Und, oh. あれ、かかし先生。待ってたよ、ナルト。珍しいな。かかし先生が迎えてくれるなんてさ。ああ。お前に用事があってな。用事って?とにかく放課後の屋敷に行くぞ。ん?オッケー。 Wir wissen natürlich, was jetzt kommt. Naja. Ja, habe ich da jetzt mal so ein paar Problemchen gehabt. Habe ich aber soweit geklärt. Ich habe jetzt nur Angebot Drittanbieter angesagt. Den Rest habe ich noch gelassen. Die wollen immer noch das Problem ist, ich will halt kein Geld damit verdienen. Ich habe so monetarisiert einen Kanal, um halt Thumbnails machen zu können. Und jetzt will er die ganze Zeit, dass ich das richtig monetarisiere, damit die auch das Geld dafür kriegen. Aber ich will ja kein Geld damit verdienen. Ich weiß ja. Moment mal. Wo ist der Arsch? Ich habe auch weiße Puppen gesammelt, du Sau. Super. Okay. Wir müssen uns anscheinend direkt zu dem Problem hinbegeben. Kitaka. Minna sorotte. Nani goto datte ba yo. Sore ni dare? Soko no jii-chan ga iru. Uchi o tsutsushime. Kono kata wa Myoboku-san no nidai sengama no hitori. Fukasaku-sama da. ジライヤ様に千人術を教えになられた、ジライヤ様の死にあたります。エロ千人の師匠。エロ千人とはの、ジライヤちゃんらしい慕われ方じゃ。で、そのじいちゃんガエルはなんでここにいんの? Sorry Leute, aber die Katze hat mich jetzt genervt. Doko kara hanaseba ii ka no? So ja no. Toriaezu itte oku ga. Ha? Jiraiya-chan ga senshi shita. Ha? Nani itte nda yo? アカツキのリーダーであるペインと交戦してな、不意を突かれての一撃が致命傷じゃった。満身創痍のジライヤちゃんが、わしにペインの情報を託し、一人ペインに立ち向かったのじゃ。お前たちに後を託しての。そんなの。 嘘だろ? 事実だ。でもエロ仙人が、そんな。事実だ。受け止めろ。ナルト。ばあちゃんが、行かせたのか。そうだ。なんでだよ。
なんでそんな無茶許したんだってばよ。ばあちゃんはエロ仙人の性格よくわかってんだろ。たった一人で行かせるなんて。よせナルト、五代目の気持ちがわからないお前じゃないだろう。ナルト、どこ行くの。エロ仙人が五代目になってたら砂でのばあちゃんにこんな無茶はさせなかった。エロ仙人ならこんなこと、こんな、クソ、ナルト。サクラ、いい、少しそっとしておいてやれ。すみません、深作様。ナルトとはいずれまた。あ、それで。しかし、さすがはジライエちゃんの弟子じゃ。純粋でまっすぐなところがよう似とる。今日のところはこれで解散にしましょう。ナルトも時間を置けば落ち着くと思いますので。うん、ではそれまでわしはあっちに戻っとく。時が来たら呼べ。はい。お前たちも解散だ。しずねも、もう下がっていい。はい。Thank you.